alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt, diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs innere Ruhe finden, sicherlich, die Herzen finden eher Ruhe im Gedenken Allahs. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Frieden sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema geht es heute um sehr wichtiges Thema, also für das sich alle Menschen in jeglicher Zeit, in jeglicher Gesellschaft, in jeglichem Ort auch immer interessieren. Also das Thema von heute ist ein Zweck, einer der Zwecke, einer der Ziele vom Islam. Also das Thema geht heute um die innere Seelenruhe. Die innere Seelenruhe gilt als ein Licht, eine Richtleitung und Zuversichtlichkeit, die Allah in die Herzen der Gläubigen einführt. Wir fasten im Monat, bezüglicherweise fasten wir im Monat Ramadan, dem edlen Monat Ramadan. Das Fasten führt unbedingt zur inneren Ruhe. Das Fasten erzieht die Seele, hilft dem Menschen dabei, seine Gelüste zu zügeln, diese volle sinnliche Bedeutung zu schärfen und sich, und nicht nur sich, sondern auch die ganze Umwelt neu zu bewerten, neu zu beschätzen. Das Fasten im Ramadan hat eine sehr große, wichtige Rolle, auch bei der Seelenbildung. Also eine Spiele bei der Wahrnehmung, der Veränderung der Wahrnehmung der Umwelt. Die Fastenden im Ramadan sind in einem anhaltenden spirituellen Zustand. Durch das Fasten und das Gedenken an Allah, den einzigen Schöpfer, kann man sich auch von der Angst vor dem Bösen zum Beispiel auch befreien. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam realisierte dies durch seine Sira, realisierte dies bei seiner geheimen Reise, der er mit seinen treuen Freund, treuen Gefährten Abu Bakr führte und machte. Also der Prophet wählte seinen Gefährten Abu Bakr aus. Sie haben einen ungewöhnlichen Weg von Mekka nach Norden, nämlich nach Yathrib, entlang der Küste genommen. Und sie kamen einer Höhle im Gebirge, die durch die Geschichte als Höhle Thawr gekennzeichnet. Sie sind in der Höhle. Die Ungläubigen verfolgten sie, um sie zu verhaften und dann
zu schlachten. Aber im Vers, im Koran, gibt es auch noch was Neues zu sagen. Im Koran steht, der Erhabene sagte, wenn ihr ihn nicht unterstützt, so hat Allah ihn unterstützt. Noch einmal, so hat Allah ihn unterstützt. Als er zu seinem Gefährten, sie waren beide in der Höhle, als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, sei nicht traurig, Allah ist mit uns, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn und verstärkte ihn mit Herrn Scharen. Und er erniedrigte das Wort der Ungläubigen. Und nur Allahs Wort ist das Höchste. Allah ist mächtig und weise. Nicht nur dieses Beispiel, es gibt auch so viele Beispiele in diesem Zusammenhang, in diesem Sinne. Auch in der Schlacht Badr, die am 17. Ramadan stattfand. Allah sagte auch im Koran, Allah hat euch im Badr unterstützt, als ihr unterlegen wart. Als ihr unterlegen wart. So fürchtet Allah. Fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar möget. Was ist dann passiert? Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht? Genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engel beisteht? Ja. Wenn ihr war standhaft und gottesfürchtig seid, so sandten wir auf sie. Aber nur noch einmal dieses Vers, wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid und sie sogleich gegen euch verrücken, steht bei euch 5000 stürmenden Engel bei. Allah macht es nur oder hat es nur gemacht, damit es für euch eine frohe Botschaft ist und eure Herzen beruhigen. Und der Sieg kommt nur von Allah. Der Sieg kommt nur von Allah, dem Mächtigen und auch dem Weisen. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, ähnliche Situation. Am Tag von Hunain. Im Koran steht auch, Allah hat euch an vielen Orten unterstützt, auch am Tag von Hunain, als euch eure große Zahl gefiel, die aber euch keine Nutzung gebracht hat. Herauf seid ihr auf den Rückkehr. Dann sandte Allah seine Ruhe auf seinen Gefährten und auf den Gläubigen. So ist der Islam. So ist die Ruhe. Die Ruhe kommt von Allah.
Auch noch ein anderes Beispiel. Zwar beim Friedenvertrag von Hudaybiyah, einige Gefährten des Propheten Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Heil, lehnen dieses Vertrag ab, auch zu abzuschließen. Sie sahen dieses Vertrag als Ungleichabhandlung. Sie bekommen nicht die solche Rechte. Sie kritisierten auch das. Aber zuletzt gehorchen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, zuletzt gehorchen sie dem Propheten Muhammad und sie waren auch standhaft. Deswegen bekommen auch die frohe Botschaft im Koran. Allah sagt, der Erhabene sagt, er ist es, der seine innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen, Er ist Allah. Er sandte seine frohe Botschaft zu seinem Diener, die ihn lieben. Warum? Warum? Er ist noch einmal dieser Vers. Er ist es, der seine inneren Ruhe in die Herzen der Gläubigen, indem er Glauben noch an Glauben zu nehmen und belohnte sie mit einem nahen, Sieg. Ja, so ist der Islam. Allah wusste, was die Brüste, Allah wusste, was die Brüste enthalten. Stellt immer dies für unsere Augen. Lassen wir uns auch ja schon dieses Prinzip für unseren Augen stehen. Allah wusste, was unsere Brüste einhalten. Deswegen, wenn wir das genau wissen, dass Allah uns immer beobachten, immer uns sehen, werden wir das Gute beabsichtigen und auch das Gute verrichten, werden wir ruhig sein, ruhig mit den Menschen behandeln. Allah sagte im Koran, diejenigen, die glauben und deren Herzen eher innere Ruhe im Gedenken Allahs, sicherlich die Herzen finden eher innere Ruhe im Gedenken Allahs. Auch steht in einer Überlieferung von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, sobald sich Menschen in einem Haus der Allahs Häuser versammelten und das untereinander das Allahs Offenbarungsbuch reziert und studiert, auf sie sandte er die Ruhe herab, die Barmherzigkeit hüllt auch sie ein und die Engel umgeben sie und Allah erwähnt sie in der Anwesenheit jener, die ihm nahestehen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn,
der Welten. Und Segen und Frieden seien auch auf ihm, auf sein Angehörigen, sein Gefährten und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag auch aufrichtig folgen. In den folgenden Sätzen behandelt auch, wird auch die Frage behandelt. Und zwar, gibt's ein Verhältnis zwischen dem Fasten und der inneren Ruhe? Zweifelsohne gibt's ein Verhältnis dazwischen. Natürlich. Aber wie? Wie steht auch Verhältnis zwischen dem Fasten und der inneren Ruhe? Also, der Muslim soll seine Anbetungen verrichten, um ruhig zu sein. Das ist bestimmt. Nicht nur das, größer als dies. Man soll oder der Muslim soll bei seinen Anbetungen immer ruhig sein. Zum Beispiel beim Gebet. Man soll das Gebet ruhig verrichten. Beim Fasten auch ruhig. Man soll auch immer ruhig bei seinen Anbetungen. Das steht schon im Islam. Islam ruft zur Liebe, Nächstenliebe, Integrität auf. Islam fördert seine Angehörigen zu was? Zur Integrität, zur Liebe, zur Solidarität, soziale Engagement. Islam ruft darauf auf. Islam ruft auch dazu auf. Ruft der Islam immer zum Guten auf. Der Prophet Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Heil, auch hat eine Überlieferung. Das ist auch ein Hinweis. Diese Überlieferung lautet: Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen der Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Und wer einem Bedürften einer Bedürfnis erleichtert, dem wird Allah auch seine Erleuchtung geben. Und wer eine Blöße eines Muslimen verdickt, den wird auch Allah vor der Blüßstellung beschützen. In diesen Tagen empfangen wir die letzten 10 Tage von Ramadan. Diese 10 Tage sind auch immer berühmt und auch mit der Ruhe gekennzeichnet. Man muss seine guten Taten in diesen Tagen vermehren. Herausgabe von Zakat, das Gebet, Rezitation vom Koran, die guten Taten sollen wir auch das vermehren. Bukhari überliefert, dass Aisha, Allah, möge Allah sie zufrieden sein, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn die letzten zehn Tage von Ramadan eintrafen, belebt er
seiner Nacht. Belebt er seiner Nacht. Erweckt er seiner Familie. Und verband er sein unter die Wand fest zu. Er bemüht sich mehr in diesen Tagen, mehr als den anderen Tagen. Deswegen sollen wir als Muslime diese Tage nicht versäumen. Wir sollen auch die Belohnungen dieser Tage bekommen. Das ist die Botschaft von Ramadan, damit wir unsere inneren Ruhe noch einmal bekommen. Letztes zu sagen, die Botschaft oder das Ziel von Ramadan ist sehr wichtig. Und zwar, die Menschen wieder leben sich untereinander. Die Glieder der Gesellschaft leben in einem Kreis. Nicht nur das, im Islam sind sie, als ob sie ein Körper gewesen wären. Letzt zu sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, die Gläubigen sind in ihr Barmherzigkeit und Neigung und in ihrem Mitleid sind ein Körper gleich. Wenn ein Teil davon erledigt, so reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. So sind wir als Muslime, so müssen wir als Muslime sein. O Allah, O Allah, O Allah, mach uns in diesem edlen Monat zu denen, die du uns aus der Höhle befreit hast. Amen.